Hallo Leute, euer Edeno ist mal wieder hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell. Ja, wir sind ja stehen geblieben und haben den Alten hier getötet. Und würde mal sagen, dass wir das Licht hier ausmachen und dann direkt mal die Tür aufmachen. Wir wissen ja nicht, wo die Rabauken stecken. So. Bekommt er mich nicht. Aha, wusste ich doch, dass hier einer ist. Ach, da. Okay. Zack und tschüss. Ich lasse mich doch hier nicht. Verarschen. So. Oder. So. Mal hier öfters das Licht aus. Ist hier irgendwas drin? Nein. Okay, können wir hier durch? Sieht nach einer Tür aus. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keinen Plan, wo wir hin müssen. Also hier kommen wir her. Alles klar. Okay, ein Moment. Zum ganz schnell. Zack. Tote muss es auch mal geben. Alles klar, dann komm mal mit. Ich zeige dir meine Wunderwelt. So. Bisschen schwer, der Alte. Alles klar, wo geht's denn? Das MG, also da oben geht's lang. Da komme ich gerade her. Das heißt, es gibt zwei Wege. Einmal da oben lang und einmal hier lang. Da ich das Ganze jetzt. Entschuldigung, da ich das Ganze jetzt etwas länger nicht mehr gezockt habe. Ah, okay, von hier kommen wir. Das heißt, wir müssen durch den Schacht dort. Da ich das Ganze hier schon länger nicht mehr gespielt habe, muss ich mich natürlich noch mal etwas einfinden. So. Ah gut, dann bleibt uns keine andere Möglichkeit. Schön eng hier. Sieht ein keiner. Hier würde ich gern bleiben und einfach warten, bis einer kommt. Scheint, als wären wir richtig. Ganz langsam gehen. Objekt wechseln, Ventil drehen. Okay. Also hier geht einer. Alles klar. Kommt er zu uns oder? Ja. Alles klar, hier können wir drauf. Alles klar, schnell mal nehmen. Von ein anderer kommt und den sieht. Hoho. Naja, dem ziehe ich gleich noch die Hose runter. Der sieht ganz süß aus. Kleiner Scherz am Rande. Okay. Boah, es sieht so blutrot aus, ne? Da kann man echt einen guten Horror filmen. Geht's hier nicht weiter? Um ehrlich zu sein, macht mir die Lichter ein bisschen Angst. Oh shit. Also, ich war gerade wieder leise. Ich
bin nämlich am überlegen, wie ich das blöde Licht hier auskriege. Okay. Ich mach das jetzt einfach so. Und schieße da alles aus. Das große MG will ich eh nicht haben. So, da kann man rein, aber... Entschuldigung. Ihr seht ja keinen Sinn drin, ne? Reinzugehen. Also von daher... Schon, mach das Licht wieder an. Oh ja, jetzt kommt er. Den schnappe ich mir dann auch direkt. Ruhe. So. Da wollte ich schon nur den Körper haben. Mann, 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 ey. So, mein Freund. Oh, yes. Oh yeah. Jetzt dance mir ein kleines bisschen ab. Ah, da kommt der nächste. Spann dich, ne? So. Das sind wie so wie so Mobspawner. Licht. Ah, ne, das ist eine Geisel. So. Der Geisel dürfen wir ja nichts tun, glaube ich. Deshalb. Naja, hier siehst du schon den anderen. Guck, der ist ja irgendwie gerade ein bisschen übel für den, ne? Der sieht da seinen Soldaten. Naja, und da du eine Geisel bist und ich dich glaube nicht töten da, verschone ich dich. So. Schauen wir aber erstmal hier weiter, ja? Da schaue mich erstmal um, nicht, da ich gleich erwischt werde, wenn ich den da kidnappe. Okay, hier geht's auf jeden Fall auch weiter, Leute. Hallo, drehst du dich mal bitte wieder um. So. Was ist denn hier? Hier ist nix, alles klar. Da sind wahrscheinlich die ganzen guten Pornos versteckt, aber... Was guckt der sich denn an? Wie ging das nochmal? Shit, 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 shit. Ich bin so doof. Ich bin echt so dumm. Bitte schlag mich. Naja, so geht's natürlich auch. Schick den aber da hinten hin. Nehmen die alle auseinander hier. Es war gleich ein schönes Friedhof hier. Wenn der Obacht liegen. Mann, was denn heute los? Mann, Mann, Mann. Liegen neben den 10 Leichen. Der einzige Überlebende. Okay, nur mal kurz. Komme ich da hier in dem Raum? Man muss sich ja mal umgucken. Und jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, hier ist ja keiner mehr. What the fuck is that? Alles klar, hätten wir das auch schon mal. Ah. Juckt ein bisschen hier im Gesicht. Also ganz ehrlich, ich traue mich nie. Ah, ich kann mich hier ein bisschen durchglitschen. Okay, also wäre jetzt spätestens. Warte. Kann man da bestimmt das Objekt wechseln, oder? Ha, in die Dusche gehen. Kommt, Jungs. Ich lasse sogar die Seife. Mann, Mann, Mann. Hier kommt man durch das Zimmer. Okay, das waren anscheinend alle. Und da dort ja Medikits, falls wir dann mal verletzt sind, wissen wir ja auch Bescheid. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter hier lang. Perfekt. Also hier scheint es
Ich muss an. Nee, auch kein Luftschar. Ein Moment. Ah, heute hat sich mein Hals gegen mich verschworen. Ganz genau. Perfekt. Beziehungsweise mal gucken. Ne, so ist das. Wo ist denn hier einer? Keiner hier? Oh, der kommt gar nicht zu mir. Also dort ist eine Geisel und ein Soldat. Ne, zwei Soldaten. Kommt der jetzt runter? Dann wäre es nämlich nur noch einer. Perfekt. Aber der liegt nicht hier, ne? Ne, der liegt nicht hier. Alles klar, ich hab dich. Mami hat dich gefangen. So, da aber noch einer ist und ich den eventuell hier rauslocke. Da ist noch einer mehr für die Dusche dazugekommen. Wenn ich den natürlich hier oben eliminiere. Eliminiere. Ich würde ja ganz gerne den jetzt noch da hinten tun, um meine Zielleichen zu vervollständigen. Aber das wird heute nichts. Leider. Ich werde doch nicht krank. Jetzt schon wieder hier. Ich verkneiß mir. Ich bin ein harter Junge. Oh, ich habe es geschafft, in den Schatten zu gehen. Okay, lass mich mal sehen. Also da oben finde ich ein bisschen zu hardcore. Softcore. Ja. Was? Ich kann. Die Dumpfbacke hört mich nicht. Na, ei. Alles klar. Der sieht mich da jetzt nicht, ne, oder? Also normalerweise würde er mich sehen. Definitiv. Auch an meinem Lämpchen da. Nichts hier außer Geister und Schatten. So. Geister, Schatten und Sam Fischer. So, ich denke nicht, dass da noch einer ist, deswegen werde ich dich einfach mal hier hinlegen. Alles klar, trotzdem bleibe ich vorsichtig. Alles klar. So, hier oben hätten wir lang gehen können. Betonung auf hätten. So, da geht's auch noch runter. Kann man hier durch oder ist das Glas? Das ist Glas. So, dann gehen wir als erstes mal da vorne lang. So. Hier Sonne Durchmesser. Kann man die aktivieren? Oh, schade. Nehme ich mir trotzdem mal die Seife mit. Und zack.
So, scheint aber auch keiner hier zu sein. Fischer, den Erführen Sie. Zufolge näherst du dich okay. Einer Art Teehaus. Ist der Käse da drin? Ah, hier unten kann ich. Versuch so viele Informationen wie möglich zu sammeln, bevor du in Aktion trittst. Gut möglich, dass du nur einen Versuch hast. Alles klar. Speicher mal kurz hier. Spielspeicher, wann war das letzte Mal? Ui, das ist schon etwas länger. Hokkaido. Lal. Stellen. Okidok. Ja, Douglas. Was? Die Koreaner, sie können doch nicht. Douglas, ich muss die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ha! Kannte Oppenheimer die Wahrheit? Oder Roosevelt? Wir bestimmen, was wahr ist. Und wahr ist, dass wir das Richtige tun. Eindringling! Mein Gott, Fischer! Oh mein Gott. Nicht entkommen. Ist er ein Ziel? Er ist das Ziel. Okay, Moment. Muss ich mich jetzt tatsächlich beeilen? Ich weiß nicht. Douglas! Was? Die Koreaner, sie. Ich muss die... Mein Gott, Fischer! Lass Shit. Nicht entkommen. Ist er ein Ziel? Er ist das Ziel. Schnell! Warte, au. Oh. Sorry, Bro. Oh, hier geht's lang. Shit. Oh, das ist das neue... Wie, ich hätte jetzt gar nicht so... Verstanden. Was? Oh Mann, ey. Hätte ich den überhaupt fangen können? Ist das ätzend. Okay, meine Idee ist, ich werde das Ganze jetzt beenden und einfach mal versuchen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, den zu fangen. Was heißt zu fangen? Halt zu kidnappen. Ich denke mal schon, sonst würde er es ja nicht sagen. So, wo muss ich denn jetzt lang? Vor allem, Leute, ich weiß zwar noch nicht, ich erzähle euch das jetzt. Ich dachte so, scheiße, ich will die Mission nicht, ja, ich will die nicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich will die nicht hier, failen. Da bin ich durchgewascht. Ich hätte ja ganz easy dann locker noch easy noch killen können. Ah, hier ist cool. Also ich dachte echt, ich wäre jetzt unter Zeitdruck. Ich bin da durchgewascht, dachte einfach nur, vor allem den Typ, den ich da abgemessert habe, ich dachte, das wäre der. Zack. Das tut natürlich an die Leute leid. Gut, Exfil. Alles klar. Also, abgebrochen. Entführen Sie Abraham. Also es wäre möglich gewesen. Okay, darauf scheiße ich, ganz ehrlich. Also auf die Mikrofone. Der Rest ist mir eindeutig zu schlecht, ey. Ich meine, wir haben es geschafft, aber... Ich guck mal, also ich verspreche nichts. Wie die Zeit her passt, ist momentan sowieso etwas stressig. Ob ich das Ganze jetzt noch machen werde, werde auf jeden Fall mal fortsetzen hier. Heute verkündete Botschafter Long Dan, dass die Chinesen Nordkorea bestätigen werden, dass die Rakete, die die Walsh versenkt hat, versehentlich gestartet wurde. Wir beobachten die Lage weiterhin sehr genau. Und wir streben nach einer friedlichen Lösung. Was nicht bedeutet, dass China darauf verzichtet, all seine verfügbaren Ressourcen dazu einzusetzen, um seine Interessen im asiatischen Raum gegen Aggressoren zu verteidigen. Soweit es sich im Augenblick beurteilen lässt, sind von Seiten der Nordkoreaner maximal 200.000 Mann an der Grenze zusammengezogen worden. Mehr kann ich Ihnen zurzeit nicht sagen. Monty? Montgomery Lewis, Times. Kennen wir die Strategie der Nordkoreaner für den Fall, dass alle diplomatischen Bemühungen scheitern? Es ist ein offenes Geheimnis, dass die nordkoreanische Armee es höchstwahrscheinlich darauf anlegen wird, Seoul einzunehmen, und zwar so schnell es geht. Sie werden vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste vorrücken. Aber darauf sind wir vorbereitet.
Die Hauptstadt liegt in der Reichweite ihrer Artillerie. Ein Krieg würde in jedem Fall katastrophale Auswirkungen haben. Okay. Fischer. Alter, mit wie vielen reden wir hier? Wir uns deiner Meinung nach einfach nur um Shetland kümmern müssen, um dieses Problem zu lösen. Aber leider scheint sich die Lage nach dem Zwischenfall mit der Walsh nicht zu entspannen. Wir stehen 24 Stunden vor dem Ausbruch eines offenen Schlagabtauschs auf der koreanischen Halbinsel. Es ist uns gelungen, die Raketenbatterie zu lokalisieren, von der aus die Walsh beschossen wurde. Wenn die Behauptung Nordkoreas, dass der Raketenabschuss unbeabsichtigt geschehen sei, wahr sein sollte, dann müssen wir das beweisen, und zwar schnell. Ich habe die Daten, labert nicht so viel, die du auf dem Computer in New York sichergestellt hast. Sarkesys Algorithmus ist eine hochentwickelte Weiterentwicklung von Messys Kernels, deren Komplexität von Dvorak mittels Rekursion unendlich erhöht wurde. Wenn es dir gelänge, auf das BIOS der Startanlage in der Batterie zuzugreifen, müsste ich Spuren dieses Algorithmus im System aufspüren können. Du wirst das Gebiet 2 Klicks östlich der Raketenbatterie aus großer Höhe mit dem Fallschirm infiltrieren. Danach besteht deine Aufgabe darin, in den Sicherheitsbereich der Anlage vorzudringen und die Stellung durch die Fahrzeugzufahrt zu betreten. Die Batterie gibt es bereits seit dem Zweiten Weltkrieg. Unseren Geheimdienstinformationen und Satellitenaufnahmen zufolge wurde sie allerdings bereits mehrmals modernisiert. Wir verfügen über so gut wie kein Kartenmaterial. Niemand von uns weiß, was dich dort erwartet. Seit der Zerstörung der Walsh hat die USS Ronald Reagan das Kommando über den Einsatzverband im Gelben Meer übernommen. Für unsere Flotte gilt Alarmstufe Rot. Sollte es zu einem Krieg kommen, sind wir bereit, Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele durchzuführen, um die Küstenbefestigungen Nordkoreas zu schwächen, um einen Einsatz hinter der vorrückenden Front zu ermöglichen. Falls die Koreaner es auf einen Schlagabtausch ankommen lassen, dann werden sie ihr blaues Wunder erleben. Wenn der Zauber losgeht, sollte sich jeder in dieser Batterie schnell einen Stahlhelm und eine Bibel besorgen. Die japanische ISDF hat maßgeblich dazu beigetragen, zu ermitteln, dass die Rakete, welche die Walsh zerstört hat, tatsächlich von dieser Batterie abgefeuert wurde. Sie genießen bei ihrem Bemühen, die Motivation hinter dieser wahnwitzigen Aktion der koreanischen Aggressoren herauszufinden, die vollste Unterstützung aller Teile der japanischen Armee. Uns fehlen die Kapazitäten für einen direkten Angriff auf die Anlage, aber die ISDF wird, für den Fall, dass unsere amerikanischen Verbündeten zu einem Krieg gezwungen werden sollten, alles tun, um die Ressourcen des Feindes einzuschränken. Alles klar, das hört sich doch mal gut an. Wir nehmen wieder Wedding und ja, bin auf jeden Fall auf das Level gespannt. Diesmal gegen die, weiteren Koreaner, vielleicht wird das ja auch wieder so, schön so oldschool, weißt du, so durch die ganzen Häuser da schleichen, beziehungsweise ich nicht, ich war gerade unter Druck und hab die einfach alle mit der Kehle, also mit dem Messer, die Kehle aufgeschlitzt, was natürlich, dafür entschuldige ich mich, also wir sehen uns im nächsten Part.